So, hallo nochmal, liebe Zuschauer, zum heutigen Live Trading TV hier bei JFD. Die News aus England stehen unmittelbar bevor. Und wir sehen hier das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar und das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen hier im 5-Minuten-Chart-Intervall. Und wir wollen mal sehen, wie sich die beiden Pairs hier bewegen, wenn denn jetzt die News reinkommen. Hier in Gelb jeweils die aktuellen Hochs und Tiefs. Oben die grundsätzliche ATR-Range. Hier beim britischen Pfund gegenüber US-Dollar gestrige Hoch. Und jetzt geht es gleich zur Sache. Auch hier das gestrige Hoch, klare Widerstandsbereiche. Wir wollen doch mal sehen. Ah, und da kommen die News rein. Es gibt Impulse, neues Low dahingehend beim Cable. Die Märkte sind wild unterwegs, wie wir gerade sehen, aber die Range ist hier noch durchaus akzeptabel, aber der erste Impuls ging nach Süden und zumeist, das kann man an dieser Stelle sagen, ist es so, wenn die Pound Pairs in eine Richtung gehen, dann auch richtig. Es wurde tatsächlich nur 0,5%. Das BIP des vierten Quartals liegt bei 0,5%. Hier die erste Veröffentlichung. Erwartet wurden 0,6 nach 0,7 zuvor. Also eine Enttäuschung und wir sehen das hier beim Cable. Natürlich mit neuem Low. Neues Tagestief dahingehend jetzt hier unmittelbar voraus und man darf davon ausgehen, dass das britische Pfund hier weiter gen Süden tendiert. Grundsätzliches Potenzial wäre, wenn wir jetzt hier ein Close machen unterhalb des Niveaus von 1,5070, dass wir hier bis in den Bereich 1,5010 laufen könnten. British Pfund, japanisch Yen hält sich hier noch ein Stück weit zurück. Wir sind auch hier schon deutlicher gelaufen. Hier haben wir 115 Pips bislang auf der Uhr stehen. British Pfund, US-Dollar bislang 54 Pips. Ist natürlich auch der Volatilität der Währungspaare geschuldet, aber grundsätzlich haben wir bei beiden Paaren noch knapp das Doppelte an Daily Range zur Verfügung. Das sehen Sie hier an diesen Punkten hier unten, ADR Low, ADR Low. Das heißt, hier kann es durchaus nochmal 100 Pips nach unten gehen, beim britischen Pfund durchaus nochmal Minimum 50 Pips. Ja, tut sich ein bisschen schwer hier an den neuen Tagestiefs, aber grundsätzlich kamen die News hier schlechter rein. Auch Dienstleistungsindex schlechter ausgefallen mit plus 0,8%. Erwartet wurde 1%. Also hier die Daten ganz klar schwächer und das zeigen uns aktuell auch hier die Preisstrukturen. Und insofern deutet sich hier durchaus eine weitere Abwärtsbewegung an. Die Tendenzen hier, wie gesagt, klar ausgerichtet. Dürfte jetzt rein technisch, rein vom Potenzial her durchaus in Richtung 1,5025 gehen. 1,5015, vielleicht sogar hier ADR Low. Hier beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen haben wir hier sozusagen eine bärische Flagge jetzt negativ aufgelöst. Also hier spricht auch viel dafür, wenn es jetzt keine weiteren externen Einschläge gibt, dass wir hier neue Tagestiefs machen. Also das Cable hier durchaus im Südwind begriffen sozusagen. Jetzt sehen wir hier auch beim Cable direkt ein neues Tagestief und das dürfte sich auch durchaus trendfolgend so fortsetzen. Ganz klar an dieser Stelle, das sind alles nur Informationen, Risikohinweis, Haftungsausschluss, ganz klar. Wir geben hier keine Anlageinformationen oder persönliche Investitionsziele voraus, sondern hier geht es einfach nur darum, dass wir Ihnen mal zeigen, wie wir den Markt hier covern können oder natürlich auch handeln, aber das liegt in Ihrem eigenen Ermessen. Grundsätzlich jetzt hier, wenn man denn hier darauf spekulieren sollte, dass weitere Tiefs folgen oder wir haben eben noch gute 50 Pips hier nach unten, dann würde sich durchaus empfehlen, hier oberhalb der aktuellen Newskerze hier im einen Bereich 1,5088, 1,5090 den Stopp zu platzieren. Denn wenn das britische Pfund hier wirklich wieder zurückkommen sollte, dann sieht es ganz klar danach aus, als würden wir hier einen Rebound nach oben erfahren, der dann hier mindestens in Richtung dieses Tageshochs heute 1,5115, 1,5116, 17 gehen könnte. Aber danach sieht es, wie gesagt, nicht aus. Die News sind schlecht. Die Preise zeigen nach unten. Hier auch British Pound Yen macht sich jetzt auf den Weg. Wenn wir hier ein neues Tagestief machen, wir sind nur noch 5 Pips entfernt im Prinzip, dann sieht es so aus, als würden wir hier durchaus auch da die ATR-Range grundsätzlich ausschöpfen können. Wie gesagt, hier haben wir dann knapp noch 115 Pips zur Verfügung. Dürfte sogar noch ein Stück weit tiefer reichen. Also hier deutliches Abwärtspotenzial möglich. News kam schlecht rein. In der Vorausschau muss man jetzt sagen, haben wir hier noch die Möglichkeit, und da gehe ich jetzt mal kurz auf den Stundenchart von vorhin. Wir haben hier noch nach der Fuzzy-Logik die Möglichkeit, dass wir hier eine Stabilisierung erfahren. Das war im Devisenradar vorhin zu sehen. Wir sind hier noch nicht am Daily Pivot Point,
haben aber hier die Möglichkeit, eine Stabilisierung zu erfahren. Gehen wir nochmal mit dem Bild auf die Fuzzy-Logik. Das ist hier genau die Tendenz, die wir auch vorhin im Devisenradar schon hatten. Zu den News and Low. Hier im Bereich um 1,5050 ein Comeback. Und das widerspricht natürlich jetzt der Tendenzen, die man eigentlich so an den Charts ableiten kann. Und wir wollen doch mal sehen, ob es hier tatsächlich dazu kommt, dass der Markt hier ein Reversal erfährt. Wenn wir also unter dem oder über das Niveau hier von 1,50 70, 75 wieder zurückkommen, dann wäre hier eine Überraschung perfekt. Dann wäre es hier unten ein Fakeout gewesen und genau das ist es, worauf man sich hier bei den News immer einstellen muss. Dennoch, rein von der Erfahrung her, wenn es hier einen Ausbruch gibt in eine Trendrichtung, dann ist das Cable bzw. die Pound Pairs in der Regel durchaus sehr trendig unterwegs und das dürfte dann eben hier für eine weitere Abwärtsbewegung sprechen. Wir haben allerdings auf der anderen Seite einen positiven Wochentag und die Fuzzy-Logik, die wir hier nochmal im Chart gerade sehen und hier auch den positiven Wochentag heute. Insofern wird es sehr, sehr spannend, was hier im Bereich 1,50, 1,50, 70 passiert. Rein technisch könnten wir jetzt schon das Tagestief gesehen haben und nach der Fuzzy-Logik, die sich hier eben anhand vergangener Pattern-Formation orientiert, inklusive der Saisonalität, wird hier eine Vorausschau projiziert, die jetzt dann eigentlich einen starken Counter-Move einleitet. Und das wäre sehr, sehr bitter für sicherlich viele Breakout-Trader, die eben jetzt hier, und das ist auch durchaus Uso beim britischen Pfund, mit neuem Tagestief zu den News, dass es eben dann hier weiter in Trendrichtung geht. Doch die Fuzzy-Logik und der positive Wochentag könnte jetzt hier für einen Rebound sprechen und wir sehen auch aktuell, es arbeitet daran. Also wer hier ein Short-Engagement pflegen wollte, sollte sich hier bei 1,5088, 1,5090 absichern. Konträr dazu wäre es, wenn wir das Niveau erreichen, entsprechend man sich hier von den Shorts verabschiedet, hier ein Long-Engagement einzugehen, dann eben Stop hier unter dem News-Tief, das wären knappe 30 Pips, völlig in Ordnung, um dann eben hier an diesem Lauf in Richtung neuer Tageshochs teilzunehmen. Das wäre eine sehr, sehr spannende Sache. Das würde hier komplett ins Bild der Fuzzy-Logik passen und wir wollen doch mal sehen, wie der Tag hier noch ausgeht. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, Ihnen der Newsflash hat Ihnen gefallen heute zum Cable News. Wir werden das gern immer wieder machen. Schreiben Sie ruhig ein kleines Feedback unter den Post, den wir vorhin hier zur Ankündigung der JFD Live Trading TV Sendung in den Stream stellten, in den JFD Desktop Stream. Und wenn es Ihnen gefallen hat, machen wir das gern wieder, um hier praktisch einfach mal einzunorden, einzutakten, wie die Tendenzen hier sind. Dank der Fuzzy-Logik können wir hier diesen Breakout unter Umständen auch als Fake-Out-Chance setzen, sehen, um dann hier praktisch neue Tageshochs zu generieren. Sehr, sehr spannende Situation. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.